Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge The Last of Us. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Ich sehe mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Hunter-Notiz. Eine Gruppe Hunter ist der Stadt gefährlich nahegekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierter sie davongejagt. Erinnerung, mehr Warnschilder aufstellen. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Hunter, Jäger? Die sind doch hier, Pillen sind doch hier. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Es ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Ich brauche erstmal eine Werkbank, damit ich hier mal ordentlich aufrüsten kann. Mehr Munition mitnehmen kann. Weil der Buddha ist nämlich einer, der schießt ziemlich oft daneben mit diesem Scheißding hier. Deswegen, ja. Das hält nicht so lange. Kann ich hier eigentlich schon wieder neue Dinger bauen? Nee, wa? Fehlt immer noch Bandagen. Also die Messer bauen ist scheiße. Oh, ich höre doch schon wieder was. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay, dann mal los. Gut, jetzt. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Oh Mist! Macht euch bereit! Alles in Ordnung, Kleine? Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Er führt nun Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill? Joel? Hier lang. Und weiter geht's.
Boah, das ist aber auch schon. Puh. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Stimmt, die haben bloß ihren Trieb zu fressen. Die normalen Leute, die töten einfach. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Ist das hier ein Friedhof, sag mal? Das ist eine Kirche, ja. Also, wo lang? Wir sind da, es ist im Keller. Sehr gut, Schrott, Schrott brauchen wir. Na dann mal rein in die gute Stube, wa? Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst mein hier. Mein Gott, nur gib ihr doch endlich eine Waffe. Die braucht eine Waffe. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an habe ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Hat denn der hier irgendwelche Zeitung? Oh, krass sein, dass du. Irgendwann hast du ja den Scheiß alles durchgelesen. Da hinten ist eine Werkbank. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich kenne deine Fallen. Diese starken Bomben explodieren, wenn ein Gegner in ihre Nähe kommt. Kann offensiv oder defensiv eingesetzt werden. Mit L2 im Bogen geworfen oder mit R2 strategisch platziert. Nicht explodierte Nagelbomben können wieder eingesetzt. Okay.
So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, Sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was Sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren Sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Kann ich davon noch mehr herstellen? Warte mal. Ah, das ist ja doof. Du brauchst alles, von alles irgendwas. Das ist alles voll. Da will ich jetzt eigentlich nicht investieren. Und jetzt gucken wir mal hier. Dann mal los. So, Pistole. Und da brauchen wir noch Werkzeug. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir brauchen für alles Werkzeug. Drei. Wir können hier nichts machen. 131 Teile. Wir können hier nichts machen. Das ist ja schon wieder ein Skandalchen, ne? Oh, da hinten ist noch mehr Zeugs. Das ist das reinste Schlaraffenland hier. Oh, Pfeile. Oh, Werkzeug. Werkzeug. Wir können es ausprobieren. Die Frage ist nur, was werden wir damit verbessern? Okay, dann mal los. Lass mal gucken. Halfter für eine zweite Pistole. Für eine zweite Langwaffe. Brauchen wir erstmal nicht, oder? Die Frage ist jetzt ein von die beiden hier, oder? Die hat hier mehr Bums, glaube ich. Ich glaube, der Revolver hat mehr Bums als eine 9mm. Die hat aber, da kannst du halt mehr Mumpeln drin haben. Oh Gott, das ist doch schon wieder alles. Hier können wir sowieso nicht. Okay. Mit Zielfernrohr. Ach du Scheiße. Oh, Freunde, ich bin so am Arsch. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen mal hier. Wir gehen hier auf Kapazität nochmal. Aber da steht ja nirgendwo drin, wie viel du jetzt mehr hast, wisst ihr? Das ist ja, ah, das ist doch schon wieder alles Molks, das ist doch das schon wieder. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll.
Hier wäre natürlich mehr Mumpeln und Zielfernrohr gut. Von Weitem ausschalten. Brauche ich aber jetzt noch nicht, oder? Oder brauche ich das jetzt schon? Ah, ich bin bei sowas immer unschlüssig. Ich meine, wenn man alles hat, dann ist es ja nicht schlecht, wisst ihr. Aber am Anfang. Ich will doch halt nicht viel schießen. Lass uns mal das nehmen. Das ist vielleicht. Oh, da brauchen wir schon Viere. So geht es doch. Das sieht ja gut aus. Aber jetzt können wir sowieso nicht mehr bauen. Und ich glaube, mit dem zweiten Halfter und so können wir, dass wir dann einfach bloß noch hier drinnen schon auswählen können. So wie dit quasi hier, wisst ihr? Oder ditte hier. Gut. Haben wir jetzt alles? Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklappt hast. Mann, wie soll man den Stock aus dem Arsch nehmen? Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Wie gesagt, ich würde hier so ja ein bisschen aufräumen. Bin ja auch nicht gerade der Aufräumen-Mensch. Bisschen Chaos braucht man ein bisschen im Leben. Aber man könnte schon ein bisschen was machen und okay, jetzt nicht lang. Hätte ja sein können. So, lass mal kurz speichern. Wow. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Aber wer in der heutigen Zeit noch, also in der Zeit da noch an Gott glaubt? Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber. Eine Gruppe Runner hat die meisten Bomben im Süden der Stadt ausgelöst. Zeit, neue zu platzieren. Nicht vergessen, alle Bomben auf der Karte markieren. Kann ich irgendwas bauen? Okay, Zeit zu packen. Elli, komm schon. Dort, da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Oh Mann.
Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist da nicht. Wenn du meinst. Beeilen wir uns. Kein Thema. Hey, habt ihr das gehört? Seid ruhig. Klicker. Okay, das Messer ist ganz geblieben. Ja, shit, das ist abgebrochen. Okay. Das hat auf jeden Fall schon mal für 2 gereicht. Das ist schon mal positiv. Da ist ja, ach, siehst du da unten, da neben der 1, die Haltbarkeit. Scheiße, ich habe aber keinen. Mist, ich brauche nur eine Flasche. Okay, weiter so. Doof ist nur, dass die. Siehst du? Genau so. Moment. Ich habe einen Schlüssel. Wir sollten sehr leise sein. Die Jüre ist aber mein Weg. Runner! Ganz ruhig. Viel knapper kann es nicht werden. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Okay.
Ja, alles klar, sehr gut. Nehmen wir mal mit. So, Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle Schluss und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.